Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zum Underblade Warband mit dem Warsword Conquest Mod. Ja, wir reiten jetzt erstmal zurück nach Karakirn, verkaufen das ganze erbeutetes Zeug und dann werden wir Karaknorn noch einmal ansteuern. Mit etwas Glück kommt uns dann keiner mehr entgegen. Ach, das sind nur Orks. Nun schön, immerhin haben wir hier 4 Lords im Schlepptau. Gehen wir erstmal in die Taverne. Dagok, willkommen zurück, mein Freund. Wieso habe ich hier Ork-Söldner? Naja, muss ich nicht verstehen. Das bringt erstmal alles gut Geld. Mhm. So, den Giantslayer nehmen wir mal mit. Den tun wir mal weg. So, Dagok hat eine Beförderung. Umso schöner. Aber hier kann ich dich leider nicht befördern. Dann gehen wir nochmal kurz zum Marktplatz. Seide ist immer noch nicht vorrätig. Komm, die Zwergenstiefel können weg. So, der Käse kann hoch. Der Käse ebenfalls, damit ich ihn im Blickfeld habe. Denn wenn sich meine Käsereserven zum Ende neigen, dann bekommen wir Probleme. Oh, die Schilder hätte ich ja nicht behalten und verteilen können. Na egal, wir werden noch viele andere Waffen finden. Eine Zwergenpistole. Den dicken Bess ist das meine. Die sieht ein bisschen unausbalanciert aus. Nee, komm, eine Zwergenpistole können wir uns aktuell nicht leisten. Leider. Moment, habe ich alles verkauft? Ja. Gut. Dann glaube ich, wären wir mal so weit, dass wir Karaknorn belagern können. sechs Truppen kann ich mitführen. Ach ja, Dagok, seine Beförderung. Gehen wir noch Reiten auf Stufe 2 mit. Für alle Fälle. Firearms, damit du irgendwann mal eine Pistole haben kannst. In unserer Stadt kann man die ja relativ günstig kaufen. Genau. Weiter. So, zwischendurch möchte ich noch ein bisschen Zeit vergeuden, damit wir, wie soll ich sagen, wo wird gekämpft? Oha, alle auf zu Gecko. Nee, dieser Typ hier hat einfach einen unserer Leute platt gemacht. Gib auf oder stirb. Nun, mag er nicht. Leute, stellt euch mal hier auf. Wo sind die Zwerge? Sind die in die Richtung? Ja. Von den blauen Bergen da oben kommen die. Na komm, wir gehen mal hier hin. So. Schützen hier hin. Nein. Genau so. Treffen die hier unsere Leute? Ja, einen haben die bereits verwundet. Das geht ja mal gar nicht. Ist doch nur ein kleiner Trupp. Schützen, seht ihr da noch was? Ich sehe nämlich gar nichts mehr. Na komm, lass mich noch ein bisschen weiter schießen. Hey, der Schaden ignoriert.
Dann killen wir ein paar von denen. Ja, die können eine ganze Menge Schaden einstecken. Guck mal, da oben. Au. Hör doch mal auf, damit meinen Wolf zu schlagen. Oder mich zu schlagen. Au. Leute. Macht mal bitte platt für mich. Anthrax hat ein Level up. Sehr schön. Kommt schon, das sind nicht so viele. Warum ruckelt denn das? Ja, noch vier Gegner. Die entkommen uns nicht. Immerhin haben wir Kavallerie. Sehr gut. Ja, continue. Oh, guck mal. Neue Einheiten für uns. 5 kann ich mitnehmen. Den Chaos-Troll nehme ich auf jeden Fall an mich. Weil Trolle sind was Feines. Vor allem bei einer Belagerung. Ist hier sonst noch was Interessantes? Chaos-Bitfighter. Chaos-Zelote. Kann man dich irgendwie weiterentwickeln? Ich würde dich einfach mal gerne als Testobjekt mitnehmen. Morada Champion. Hier nichts Vernünftiges. Guck mal den Pitfighter. Morada Veteran Hunter. Oh, guck mal. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich glaube, die Truppmatte vorhin unserem Gefolgsmann abgenommen. Morada Champion. Morada Veteran Hunter. Nehmen wir den Champion mit. Ah, guck mal. Eine schöne Zwergenrüstung, die auch was wert ist. So, an sich würde ich mir jetzt doch gerne einen Zwergenbegleiter organisieren. Und wir ihm die Rüstung geben können. So, Katja hat ja erst Level up. Kannst du mir über deine Skills erzählen? Stärke. Und von mir aus noch Waffenmeister und Firearms, damit du besser schießen kannst. Sicher, dass du keine Zwergin bist? 13, 9. Rusty Dwarven Running Spanner, alles klar. Sicher, dass du keine Zwergin bist? Naja, du bist kein Zwerg. Jetzt wissen wir es. Naja, halb so wild. Nun gut, Anthrax hat auch ein Level up. Stärke hast du. Reiten hast du auf 2. Ich würde fast schon sagen, dass wir bei dir mal auf Reiten auf 3 gehen. Trainer, warum denn nicht? Einhandwaffen und Feuerwaffen. Moment. So. Nurgle Crusher. Da kann man ein bisschen nörgeln. Warrior of Khorne, 4 Stück. So, noch mehr Skirmisher. Dann können wir sich mal langsam auf den Weg machen. Die Burg zu belagern. Aber uns ist jetzt ein Mann weg, abhanden gekommen. Ich hoffe mal, das wird kein ernsthafteres Problem. Wie viele Leute sind da drin? 165. Na, wir schauen einfach mal. Wie schaut es mit meiner Truppe aus? Wir müssen ja erst... Können wir hier noch eine Beförderung abwarten? Jo, können wir.
Dann haben wir mehr Skirmisher. Noch ein Skyrogunner. An sich würde ich gerne noch warten, bis hier ein paar Leute ihre Hitpoints regeneriert haben. Mich einbezogen. Problem ist, dass Oggy Boggy momentan verletzt ist. Somit ist er halt nicht im Dienst. So, Oggy Boggy ist wieder im Dienst. Damit dürfte jetzt mal das Heilen ein bisschen schneller gehen. Hoffen wir mal. Ah, guck mal. Jetzt sind wir mehr als genug Leute für die Belagerung. Moment, ja, länger. Oh. Na gut. Wie lange dauert das? 60 Stunden, um einen Belagerungsturm zu bauen. Na gut, in der Zwischenzeit werden unsere Leute wieder regenerieren. Ist ja auch schon mal was wert. Also Karaknorn ist relativ schwer einzunehmen, da ein Belagerungsturm gebaut werden muss. Also ich glaube, Tag 1 ist gleich vorbei. Moment. Was geht da ab? Luitpoldus, komm wieder zurück. Ja, da ist er. Ich glaube, da wollte sich jemand anschleichen. Aber Luitpoldus hat das für uns geregelt. Sind wir bald in Karaknorn drin? Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Schön, dass wir von Karaknorn die ganze Zeit gespottet werden. So, wieder Training. Darauf kann ich jetzt aber leider nicht eingehen, weil sonst müssten wir den Turm komplett von vorne bauen. Was schade wäre. Aha, der Frieden, also der Waffenstillstand zwischen den Hochelfen ist ausgelaufen. Also mit den Hochelfen wohlgemerkt. Ja, haben wir es bald. Ah, guck mal, Luitpoldus ist wieder da. Gut. Mit 209 Mann steht er direkt an unserer Seite. Ja, auf jeden Fall sollten unsere Truppen jetzt allesamt fit sein. Was ja schon mal schön wäre. Ah, guck mal. Ja, kann ich das hier bitte mal lesen? Ja, ich führe meine Truppen an. Kein Grund, hier irgendwas zu planen. Wozu haben wir hier einen Belagerungsturm gebaut? Wenn hier eine Leiter vorhanden ist. Moment. Nicht verklicken. Hallo, falsche Taste. Hey, ich habe es getroffen. So, Schützen näher ran. Nö, ich glaube, da habe ich nichts getroffen. Es regnet Ratten. Ich dachte schon, ich hätte hier zu wenig Leute dabei. Ja, guck mal, die hängen da hinten alle fest. Was jetzt nicht so gesund ist. 28 Feinde sind bereits erledigt. So, Eleanor. Schieß einfach, genau. Guck mal, da ist ja einer. Hab ich ihn erwischt? Bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Es regnet ebenfalls Zwerge. Problem ist hier halt auch der ganze Nebel. Da sieht man ja nichts. Keine Ahnung, ob ich den erwischt habe. Ja, den habe ich erwischt.
Naja, allzu viel können die ja nicht mehr haben da oben. Mal gucken wir jetzt in die schon im Nahkampf. Oh, immer noch 85 Gegner da drin. Ich glaube, wir sind auf der Mauer droben. Guck mal, Verstärkungstruppen. Ne, auf diese einzelne Leiter gehe ich nicht hoch. Da bin ich ja nur abgeschossen. Hallo, lass mich mal vorbei. Achso, da sind meine Orks. Sind jetzt endlich mal durchgebrochen? Nö, ich glaube nicht. Ey, Wurmer hat ein Level up. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe mal, dass da keine Schützen auf die Leiter hochgegangen sind. Was zur Hölle macht der Zwerg da hinten? Da seid ihr Menschen? Bist du Freund oder Feind? Wieso hat irgendjemand Zwerge in seiner Armee? Verstehe ich nicht. Schützen mal bitte hier hin. Ja, hier in der Nähe der Mauer ruckelt es ja ganz schön. Es sind nur noch 55 Gegner übrig. Das ist mehr als akzeptabel. Solange dabei nicht meine Oger oder meine Blattlettern draufgehen. Die Mauern sehen ja mittlerweile relativ sauber aus. Bloß, dass man von hier aus nichts sieht. Da schnetzelt sich ein Ork oben durch. Hätte mal vielleicht doch hochgehen sollen. Moment. Nein. Ah, hier. Die Schützen sollen sich mal ein bisschen näher zusammenstellen. Oh, haben wir keine Truppen mehr? Lass mich mal mit hoch. Von da oben kann ich nützlicher werden. Balla. Ja klar, die schlachten ja von meiner ganzen Trolle ab. Das finde ich nicht so gut. Schieß doch nicht auf den Troll. Der war teuer. Au. Ist der Troll jetzt tot? Ich glaube ja. Oh oh. Oh oh. Hi. Steht da einfach ein Zwerg mit der Armbrust und guckt blöd. Au. Hin und wieder blocken sollte auch hilfreich sein, habe ich gehört. So. Na, guck mal. Wo laufen die denn rum? Ah, das sind Zwerge. Gehört ihr zu mir oder zum Feind? Ja, das beantwortet meine Frage. Genau, schlachtet mal alles ab. Und gewonnen. Karaknorn gehört jetzt offiziell der Overworld. Juhu. Und raus da. Bevor sie wieder zu laut wird. Ach, Gefangene. Nehme ich gerne mal alle an mich. Das ist die große Frage. Was haben wir denn hier alles zur Auswahl an Leuten? Also ein Skyrogunner nehme ich mit. Ein Skelett, eine Scharfschütze. Veteran, Clown Red brauche ich nicht. Skirmisher auch nicht. Eine Black Red. Habt ihr keine Red Ogre oder so ein Quatsch? Ah, ein Troll. Das sollte meinen Verlust ersetzen. Hier ist nochmal ein Troll. Den nehme ich auch mal an mich. Ork-Boss.
Ich kann auch 6 Leute mitnehmen. Die Frage ist, wen will ich denn? Einen Banditen, einen Briganten, Night Goblins. Die Auswahl ist halt nicht so groß. Na komm, ich glaube, wir nehmen da noch ein paar Orks mit, oder? Wobei. Nimm mal Ratten mit. Was ist ein Wallet? Werden wir auch nie herausfinden. Die Black Rat kann auch mal mit. Highwayman. Faszinierend. 3 Leute können wir noch mitschleppen. Nehmen wir den Squid Rider noch mit. Den Black Orc Boss. Veteran Black Orc. Den Spinnenreiter. Und damit sind wir dann voll. Ah, guck mal, noch ein bisschen was an Ausrüstung, die man gut gebrauchen könnte. Und wie gesagt, ich hätte jetzt große Lust darauf, einen Zwergenbegleiter zu rekrutieren. Mit den ganzen Rüstungen hier würde er sicherlich totschick aussehen. So. Garnison. Und dann schmeißen wir das ganze Zeug wieder hier rein, was wir nicht brauchen. Die Trolle würde ich aber schon gerne behalten. Ach, den Zloten kann man gar nicht befördern, das finde ich schade. Ja, komm, dann bleibst du hier. Ich auch noch überprüfen, was man mit den Zloten machen kann, aber gar nichts. Die sind einfach nutzlos wie ein Kropf. Die Veteran-Clan-Raid kann hier bleiben, der Nightrunner kann hier bleiben. Die 3 Clan-Raids können hier bleiben. Erstmal alles befördern. Ein Chaos Knight. Ein Nurgle Crusher. Ja, ist gut. 10 Leute kann ich mitnehmen. Dann nehme ich mal die Chosen mit. Die Blattlettern. Dann müsste ich nochmal was loswerden. Undivided Chaos Warrior. Nicht schlecht. Was von dem Zeug will ich denn nicht? Na komm, gib mal die Berserker hier. Chaos Knights weiter nach oben. Meine Ogre möchte ich auch behalten. Ein paar Skirmisher abgeben. Weißt du was, gib mal erstmal alle Skirmisher her. Dann schaue ich nämlich, was ich hier gerne hätte. Chaos Nörgler. Noch ein Pit King. Marauder Hunter, Veteran. Sonst haben die ja nichts Überragendes, wie es aussieht. Na komm, dann nehme ich meine Skirmisher, soweit es geht, wieder mit. Irgendetwas Überflüssiges sollte noch hier sein, hoffe ich, denke ich. Aber ich glaube eher weniger. Nun gut, raus da. So, dann müssen wir mal wieder zurück nach... Wie heißt das Kaff? Ja, da wo unser Verwalter drin steht. Damit wir das Teil hier verteilen können. Wollen wir ein Level up? Reiten auf Stufe 2 wäre zwar interessant, aber erstmal ein bisschen Stärke. Reiten Stufe 2. Firearms, weil du bekommst bald eine Pistole. Falls du noch keine hast. Nein, du hast noch keine. Sehr schön. Also dann auf nach Karak-Isor. Moment, solange meine Leute noch alle hier sind. Sollte ich mal mit ihnen reden? Jupp. Der freut sich jetzt. Weil wir eine große Schlacht gewonnen haben. So. Oh, der mag mich gar nicht.
Egal, schicken wir erstmal die Leute nach Hause. Ribnitsch. Wir brauchen hier nicht mehr alle. Sehr gut. So, dann auf nach Karak-Isor. Nebenbei könnte ich mir mal angucken, wer noch... Oh, weißt du... Das finde ich nicht nett von dir. Ich drücke hier auf Notes und dann rennt er Richtung Stadt zurück. Also Richtung Karak-Norn. Und die Overworld wächst ein weiteres Mal. Ich glaube, die Lehen werden wir dann im nächsten Part verteilen. Jo, würde ich mal so behaupten. Also meine Freunde, das war's dann von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.